Der Österreich-Stammtisch, worüber Österreich heute diskutiert. Als Streitthema für prominente Gäste, Meinungsmacher, Politiker, Journalisten und Prominente zum Thema des Tages. Der Österreich-Stammtisch, darüber spricht Österreich. Und darüber streitet der Österreich-Stammtisch. Jetzt auf OE24TV. Ja, willkommen zu unserem Österreich-Stammtisch. Am Sonntag ist Halloween. Allerdings beim Gruselfest scheiden sich die Geister im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier Fans und Ablehner bei uns im Studio. Zum einen ist Andrea Lautmann bei uns. Sie ist Wien-Redakteurin der Tageszeitung Österreich. Außerdem Alex Nausner, Programmchef von Radio Austria. Beatrice Körmer, Model und Sängerin und frisch gebackene Miss Europe. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und Gerald Groß ist uns zugeschaltet, Politblogger. Einen schönen Abend allen. Ja, wir starten gleich mal mit dem Thema schlechthin. Dieser Tage Halloween steht vor der Tür. Und du warst ja eigentlich so etwas wie die österreichische Heidi Klum. Heidi Klum feiert Halloween ganz groß jedes Jahr mit ganz vielen Zuschauern, mit ganz vielen Freunden. Und du hast auch so eine ganz große Halloween-Feier immer gehabt, jedes Jahr, heuer nicht. Warum, darüber sprechen wir gleich. Aber kannst du uns erzählen, wie hat denn Halloween jedes Jahr bei dir ausgesehen? Ja, mir hat das immer schon sehr viel Freude gemacht, als Kind schon. Und ich war davon immer schon fasziniert. Und 2018, glaube ich, war die erste Halloween-Party und da haben wir einfach mal mit dem Society-Journalisten, mit René Wastler, haben wir da gemeinsam beschlossen, wir machen eine Promi-Halloween-Party in Wien. Mhm. Und ja, so ist es dann entstanden und wir haben ganz viele Bekannte, Promis eingeladen, Freunde. Und ja, es war, würde ich mal sagen, ein sehr großer Erfolg und es hat allen sehr viel Spaß gemacht, weil ich glaube, das Verkleiden, das gehört einfach zu Halloween dazu und es ist einfach mal was anderes, weil auf den normalen Society-Partys ist, also das kennt man ja, das ist eigentlich fast oft das Gleiche und wenn man sich dann mal richtig verkleiden kann, dann, ja, man kann kreativ werden, das macht, glaube ich, eigentlich fast allen Freude. Ja, ich kenne auch auf Society-Partys Leute, die aussehen, als wäre Halloween. Also da gibt es schon einige. Aber was ich mich frage, wenn man verkleidet ist, ist man dann hemmungsloser? Hast du das beobachtet bei deinen Partys? Ist da so richtig die Post abgegangen? Ja, vielleicht schon. Wenn man nicht erkennbar ist, dann wahrscheinlich noch mehr. Aber da gehört dann wahrscheinlich auch wieder der Alkohol ein bisschen dazu, dass man hemmungsloser wird. Aber ja, so extrem habe ich es jetzt nicht wahrgenommen. Heuer gibt es keine Halloween-Party bei dir. Warum? Naja, die Corona-Zahlen gehen jetzt wieder in die Höhe und ich habe mir gedacht, ja, etwas Großes planen, wenn man nicht weiß, ob es vielleicht kurzfristig wieder abgesagt wird, habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut, aber ja, es darf dieses Jahr vielleicht mal ein bisschen ruhiger sein. Mhm. Wir haben noch einen Halloween-Fan in der Runde und zwar ist das die Andrea. Du hast Pläne für den Sonntag. Wie sehen die aus? Auf jeden Fall. Ganz Wien ist schon im Halloween-Fieber und es gibt ganz viele Partys, sowohl privat als auch in den ganzen Clubs. Und also mein Abend schaut so aus, dass ich mich erstmal mit Freundinnen treffe. Wir dünnen ein bisschen vor, dann werden wir uns gegenseitig schminken und dann verkleiden. Und dann gehen wir auf eine Party und natürlich alles Corona-konform. Das heißt, alle sind getestet oder genesen oder geimpft natürlich. Und dann gehen wir noch in den Club O unter der Oper. Verstehe. Und wie wird dein Halloween-Kostüm aussehen? Das verrate ich natürlich noch nicht. Das ist ein Geheimnis? Das ist ein Geheimnis, ja. Man weiß ja nie, auf soll man Fall. Sich so ganz hässlich verkleiden oder soll man ein bisschen sexy sein? Das ist immer so Zwiespalt für die Mädels, gell? Naja, auf jeden Fall. Es ist alles erlaubt. Ja, man kann sich jetzt richtig gehen lassen, alles ins Gesicht klatschen, also richtig wild. Umso besser, wenn man nicht erkannt wird, dann kann man auch besser feiern. Und inzwischen ist das ja ein richtiger Wirtschaftszweig geworden. Also Visagisten haben ganz viel zu tun an diesem Tag. Die schminken da quasi jede Stunde wen anderen. Hast du auch extra eine Visagistin engagiert? Eine meiner Freundinnen kann das ganz gut und die wird das dann übernehmen, den Part. Okay, aber du willst noch nichts verraten bezüglich deines Kostüms? Ja, mal schauen. Also das werde ich auch spontan entscheiden. Ach so. Gut. Bea, wie schaut es bei dir aus? Du hast gemeint, im Privaten wirst du schon ein bisschen feiern, im kleinen Rahmen. Kannst du uns was erzählen? Mein erster Gedanke war so Kleopatra und Partnerkostüm, also Mumie und Kleopatra, so in die Richtung. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, vielleicht wird es auch ganz klassisch eine Hexe. Aber ihr wisst es jetzt noch gar nicht, da bin ich jetzt erstaunt. Normalerweise weiß man das also schon davor. Auf jeden Fall, es bietet sich an, viel Blut und viel verwischt und man kann so richtig wild ausschauen. Ja? Okay. Also es ist jetzt nicht so wie normaler Fasching, sondern es kann richtig, richtig, ja, gefährlich aussehen. Das soll ja gruseln. Ja? Also wir sehen, die Damen in der Runde sind Halloween-Fans, die Männer sind eher dagegen. Alex, was stört dich an Halloween? Ich bin nicht dagegen, aber für mich ist es einfach ein Schwachsinn, der aus den USA kommt, wo im Endeffekt nur Geld gemacht wird. In Österreich mittlerweile 50 Millionen Euro. In aber ist doch gut, wenn die Wirtschaft Ja, ich kann mit vielem die Wirtschaft ankurbeln. Ich freue mich auch für die Kinder und für alle, die Party machen wollen. Ist eine tolle Geschichte. Man kann immer einen Grund finden fürs Party machen, aber so diesen Hype im Endeffekt, weiß nicht,
sehe ich nicht rund um Halloween. Ich meine, in den USA ist das mittlerweile das zweitgrößte Fest nach Weihnachten. Die, glaube ich, setzen da 6,9 Milliarden Dollar um. Ja. Also man sieht, es ist ein Industriezweig, es wird gehypt. Und ich nehme es wahr, dass es immer mehr Partys gibt. Ich bitte jeder, wie er möchte auch, möchte ich auch dazu sagen. Also ich bin jetzt kein Gegner von Halloween-Partys. Party macht jeder gerne. Aber man findet auch sonst im Endeffekt oft die Möglichkeit, Party zu machen. Da brauche ich nicht Halloween dazu. Ja, aber gerade jetzt an Halloween gibt es so viel Auswahl, da weiß ich gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Also deswegen. Du bist richtig im Stress. Gerhard geht es eher gemütlich an am Sonntag. Vermute ich, du kannst mit Halloween nicht so viel anfangen. Warum? Naja, ich brauche keinen Grund, um mich hemmungslos zu betrinken. Und ich brauche auch keine Schminke. Ich bin so auch hemmungslos, weil bei solchen Festen saufen in Wahrheit immer nur die Leiden und die Profis halten sich ohne dies vornehm zurück, wie Harald Junke so schön zu sagen pflegte. Nein, Spaß beiseite, ich halte von Halloween wirklich nichts. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich feiere Weihnachten und nicht das Winterfest. Ich feiere Ostern keinen Black Friday. Ich feiere Allerheiligen und Allerseelen und gedenke dort der Toten, wie es mir die Kultur vorgibt, und verkleide mich nicht als Schreckgespenst, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Kultur und Tradition etwas Identitätsstiftendes ist. Und identitätsstiftend gerade für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und wer seine Kultur nicht kennt und wer heute 10-, 15-Jährigen erklärt, dass Halloween das Wichtigste ist, aber nicht diese Linie, die man zu seinen Vorfahren zieht und gemeinsam derer gedenkt am Friedhof und das außer Acht lässt, seine Vorfahren, seine Herkunft in Wahrheit, das finde ich halt falsch und das ist halt zu uns herübergeschwappt. Alex Nausner sagt das richtigerweise, es ist mittlerweile ein Wirtschaftszweig, es verdienen sich Leute dumm und dämlich. Ich könnte auch das Fest des goldenen Schneemannes feiern in Zukunft. Vielleicht kann ich damit auch ein Geld verdienen. Es hat nur mit unserer Kultur nichts zu tun und das ist mein Hauptproblem mit Halloween. Gerald, jetzt vermisst du uns ein bisschen die Laune. Jetzt bist du schon ein bisschen der Spaßbremse da in der Runde. Kann man nicht beides feiern? Spaßbremse? Ich hindere ja niemanden daran, sich zu verkleiden. Ich halte auch diese Maskenpflicht wegen Corona durchaus nützlich. Bei den ganzen Schirchberchten, die in Österreich umherlaufen, halte ich erstens die Maske für sehr wichtig. Die sollte man auch nach Corona beibehalten. Du weißt, Bio macht schön. Das ist die größte Lüge der Welt. Erster, zweiter Punkt, es können sich auch die Leute verkleiden und ein großer Teil braucht sich auf diesen Partys, wie Nausner auch richtigerweise gesagt hat, auch nicht verkleiden. Denn die sind die Kinderschrecks und die besaufen sie dann noch und dann hängt das eine auch und dann kommt der Buckel raus. Also ich will ja niemanden daran hindern, sich hässlicher zu machen, als er ohne dies ist. Es hat ja nur nichts mit unserer Kultur zu tun. Und wir sind ein Kulturraum, der eben Allerheiligen und Allerseelen feiert. Daher schaut mein Feiertag so aus, dass ich am Sonntag einen Allerheiligen-Stritzel essen werde, am Montag mit meinem Partner, mit meiner Familie, die Gräber meiner Familie und Freunde, die letzten Jahre verstorben sind, besuche. Das ist dann die sogenannte Gräberrallye, die ich dann durchführe auf 5 verschiedenen Friedhöfen in Graz. Und das erfüllt mich und dort ein Gebet spreche für meine Angehörigen, die ich auch vermisse und sie ins Zentrum meines Blickwinkels rücke, aber Entschuldigung, keine Gummimasken und im Übrigen jetzt gesundheitspolitisch gesehen die ganze Geschichte mit Süßes und Saures, wenn mir das jemals von meiner Tier passiert, dann gibt es einen Aufstand, dann gibt es bestenfalls eine Tätschen, ja, aber kein Süßes oder Saures, weil jeder Zahnarzt sagt, dass das sowieso nur kariesfördernd ist. Also bleiben wir beim guten alten Allerheiligen-Stritzel. Gedenken unserer Toten, alle mal gescheiter. Und der feiern will, kann gern nach Amerika ziehen. Ich hindere keinen auszuwandern. Ich finde es auch wichtig, dass wir die Traditionen hochleben, dass wir die pflegen, dass wir auch unsere Feste pflegen. Ich stelle mir nur die Frage, kann man nicht auch diesen Brauch übernehmen? Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also, in Amerika ist es ein Brauch. Wenn es darum geht, das ist glaube ich vor 6000 Jahren zum ersten Mal gefeiert worden und auch von den Kelten in Irland. Das hat aber nichts mit Süßes oder Saures zu tun, bitte. Also wenn man sich das geschichtlich anschaut, ich bin mir sicher, dass Gerald, du wirst das genauer wissen und studiert haben, aber ich glaube 4000 oder 6000 Jahre alt ist dieser keltische Brauch und da geht es doch mehr um Erntedank und Co., wenn ich mich nicht täusche. Oder? Letztendlich. Also, Nein, es ist keine. Also. In allen Kulturen, über die Jahrtausende hinweg, in allen Kulturen, es gibt ja auch südamerikanische Kulturen, die recht interessant sind und auch Bräuche, ist es eben Brauch, nach dem alten Motto Memento Mori, bedenke du bist sterblich, die Toten ins Leben zurückzuholen, indem man sie tatsächlich ins Leben zurückholt. Einerseits, um sich zu vergegenwärtigen, man ist sterblich,
Und zweitens, um jene Menschen, die man vermisst, auch nicht aus dem Blickwinkel zu lassen, sie in seinem Herzen zu bewahren. Und dieser Kult ist in Wahrheit, also das, was Halloween heute bedeutet, ist in Wahrheit mit den Auswanderern aus Großbritannien nach Amerika gegangen, dort dann heute das geworden, was es ist, das heißt Heidi Klum und Co. Bin auch kein großer Fan von Heidi Klum, also die kann man in Wahrheit auch gestohlen bleiben. Und schwappt jetzt natürlich wie so vieles zu uns zurück auf den Kontinent. Ich sage nur, es ist schade, wenn ich heute 12, 13, 14-Jährige habe, die nicht mehr auf die Gräber ihrer Großeltern gehen, sondern Halloween feiern. Süßes oder Saures. Die ganzen kleinen Geschroppen, wo du ja froh sein musst, dass du kinderlos bist. Und dann siehst du das alle auf der Straße. Also ich meine, das ist ja nicht besonders pfiffig. Ja. Also, ich muss da nicht gerade recht geben, weil da immer von Kulturgut gesprochen wird. Das einzige Kulturgut, das ich aus den USA kenne, ist die Pornografie. Was anderes haben die nicht hervorgebracht. Also ich glaube also nicht, dass Halloween da im Endeffekt... Vielleicht stimmt euch Folgendes milde. Vielleicht überdenkt ihr bei Folgendem ein bisschen die Position. Das heurige Halloween-Geschäft, das lässt die Umsätze um stolze 40% nach oben klettern, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will, auf rund 42 Millionen Euro. Also heuer werden Rekordumsätze erwartet. Im Vorjahr waren es nur 30 Millionen Euro. Also das ist inzwischen schon ein richtiger Wirtschaftszweig geworden. Und ich denke mir, in Zeiten wie diesen sind wir froh, wenn die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, oder? Ja, ohne Frage. Noch einmal, ich möchte auch wirklich niemanden vermiesen. Jeder hat das Recht, Party zu machen. Das wollen viele. Und natürlich ist es ein Wirtschaftszweig. Aber wenn ich mir das ansehe, es profitiert einige wenige. In Wien zum Beispiel gibt es den Witte. Ich glaube, da stehen die Leute jetzt dann die nächsten Tage wieder an. Das ist ein Ja, oder Faschingsprinz, oder die gibt's da, die verdienen sich ja goldene Nase damit. Ist ja eine tolle Geschichte, ohne Frage. Aber ich würde es jetzt nicht als Kultur bezeichnen. Also Party machen kann man, es gibt Leute, die machen Super Bowl Partys. Das ist ja dann auch kein Kulturgut oder Champions League Partys. Das passt ja auch. Und ich glaube, es geht ganz vielen einfach auch darum, nach so einer langen Zeit, immer wieder Lockdown, ja, einfach mal wieder rauszugehen, ein bisschen unter Menschen zu sein. Und ich glaube, das haben wir uns auch verdient, oder? Ja, na, auf jeden Fall. Also ich kann beide Standpunkte verstehen. Also Halloween Party, wer feiern möchte, das soll feiern, bitte. Ist doch eine schöne Geschichte übers Wochenende. Ist doch es wird ja keiner dazu gezwungen. Man muss ja nicht ganz rausgehen, genau. Man kann also auch zu Hause bleiben. Auch. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Generationenfrage, wenn ich das so sagen darf. Weil wenn man sich das anschaut, 80% der 15- bis 29-Jährigen kaufen etwas zu Halloween. Das bedeutet, es ist schon eher ein jüngeres Fest, oder? Wie seht ihr das? Ich denke schon, dass es vor einigen Jahren noch so war, aber mittlerweile glaube ich auch, dass eher die Erwachsenen fast noch mehr Freude daran haben als die Kinder, eben wegen der legendären Halloween-Partys. Verstehe. Wie erlebst du das, wenn du dann unterwegs bist? Sind da eher Jüngere, eher Ältere unterwegs? Ja, eher auch definitiv auch Ältere, klar. Also wir waren ja alle zu Hause eine Zeit lang, ob jung oder alt. Und warum sollen sich nicht auch die Älteren jetzt verkleiden und Spaß daran haben, auszugehen. Also ihr seht es auch durchaus Ältere? Die sind auch viel kaufkräftiger. Also ich denke, dass die auch mehr Geld ausgeben als die Jüngeren. Die können sich auch mehr leisten. Gerald, was würde passieren, wenn am Sonntag es bei deiner Tür klingelt und da ganz süße Kinder verkleidet vor der Tür stehen und sagen, Süßes oder Saures? Was machst du dann? Ich habe mehrere Fliegenbracker zu Hause. Also es ist überhaupt kein Problem. Also ich kann mich A wehren, B bei aller Wertschätzung, ich schließe mich da schon an. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn wer Halloween feiert. Ich meine, das kann ja jeder in einen Swingerclub gehen und sich verkleiden. Das ist ja an sich alles kein Problem. Wir sind ja ein freies Land. Wir können auch irgendwelche anderen Kulturen übernehmen aus dem afrikanischen Kontinent. Vielleicht das Fest der großen Menschenfresser, also quasi ein Kannibalenjubiläum irgendwann einmal einführen in unseren Kulturkreis. Es ist alles möglich. Also es kann ja jeder tun und lassen, was er will. Wir sind eine liberale, offene Gesellschaft. Ich für meinen Teil, nur für meinen Teil, bin halt jetzt, ich würde sagen, nicht so konservativ, ich bin auch nicht verstockt und nicht konservativ, ich bin 44, ich trinke gerne, ich feiere gerne, ich esse gerne, das weiß auch jeder, ich bin ein Mensch, der wirklich lebt, aber ich lebe auch in meiner Tradition, in der Tradition meines Kontinentes, in der Tradition meines Landes. Da gibt es im Übrigen genug Festivitäten, die man feiern kann, da brauche ich nicht noch welche dazu erfinden, weil was kommt als Nächster? Als Nächster kommt dann Thanksgiving, also dann sagen wir Erntedankfest ist vorbei, nur mehr ein paar versprengte Landjugendjunker dürfen Erntedankfest feiern und das große Fest ist dann Thanksgiving und dann werden in Österreich irgendwelche Truthahnfarmen auf der stehen. Also man sollte schon auf die eigene Kultur nicht vergessen, auf die eigene Kultur, auf die eigene Nation, auf die eigene Identität ein wenig stolz sein. Und das, was mich bei Halloween insofern ärgert, ist, dass Halloween ein anderes großartiges Fest abgelöst hat und das ist eben
das sogenannte Fest Allerheiligen, aller Seelen, das aus meiner Sicht eine andere Sinnstiftung hat. Und das ist für mich das Wesentliche, dass wir heute nie vergessen in der Gesellschaft, dass wir auch unsere eigenen tradierten Bräuche, die über Jahrhunderte gegangen sind, über Jahrtausende gegangen sind, nicht außer Acht lassen und einfach andere inhalieren. Ich sehe schon, Gerald ist ein ganz harter Brocken heute, der ist einfach nicht zu überzeugen von diesem Fest. Vielleicht schaffen wir es dennoch, wir haben noch ein bisschen Zeit, schauen aber zuvor in eine kurze Werbepause und sind dann gleich zurück. Bleiben Sie dran. Der Österreich-Stammtisch, worüber Österreich heute diskutiert. Als Streitthema für prominente Gäste, Meinungsmacher, Politiker, Journalisten und Prominente zum Thema des Tages. Der Österreich-Stammtisch, darüber spricht Österreich. Und darüber streitet der Österreich-Stammtisch. Jetzt auf OE24TV. Ja, und heute streiten wir so richtig, denn es geht um Halloween und wir haben zwei, ja, ich glaube, man kann schon sagen, Halloween-Hasser bei uns, Alex Nausner und Gerald Groß. Das hat schon fast so geklungen. Ihr seid auf jeden Fall keine Fans, so kann ich es wirklich sagen. Und dann haben wir zwei richtige Halloween-Fans mit dabei, die auch am Sonntag ein bisschen Gas geben werden, ein bisschen weggehen werden, und zwar Bea Körmer und Andrea Lautmann. Und jetzt bin ich bei der Frage, was macht eigentlich die Faszination Halloween aus? Egal, ob man es jetzt mag oder nicht, was denkt ihr, was gibt uns da den Kick am Gruseln? Bea, du bist ja schon fast Expertin, muss man sagen, hast schon ganz viele Partys veranstaltet. Ich denke, es ist irgendwie, dass man seine Kreativität ausleben kann. Ich bin ja auch gelernte Make-up-Artistin und das ist einfach für mich so quasi eins der Highlights des Jahres. Und ja, ich liebe es einfach, mich selbst und andere zu schminken, also Face-Paintings, Masken bilden. Und das hat für mich schon eine gewisse Faszination. Und das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben da auch ein Foto vorbereitet. Du hast quasi schon geprobt, also du hast schon ein bisschen geschaut, was kann ich machen Halloween, wie kann ich mich schminken. Das Foto blenden wir dann gleich ein, die Regie erledigt das. Wow. Genau, ich nutze halt auch immer ein bisschen die Zeit. Ja, das bin ich. Hast du das selber gemacht? Nein. Ich habe es selbst gemacht, ja. Wow, wie lange hast du gebraucht? Schon so 2 Stunden. Gerald, ich kann jetzt nicht sagen, ob du siehst. Was sagst du dazu? Überzeugt dich das? Ich sehe es leider nicht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Der Frisch Körmer ist eine fesche Frau. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass mit der einen oder anderen kosmetischen Unterstützung das noch mehr streut oder in dem Fall noch gruseliger wirkt. Also der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Nein, ich habe ja auch nichts dagegen. Es soll sich ja jeder schminken. Es kann ja auch jeder auf den Liveball gehen. Gut, den gibt es leider nicht mehr. Es gibt ja auch den Fasching-Dienstag. Es gibt ja so wunderbare Feste, den Fasching zum Beispiel. Der wird außer Acht gelassen. Da schminkt sich kaum mehr einer. Die Faschingstradition weicht ab. Aber die Halloween-Tradition kommt. Und da habe halt ich, wie gesagt, ich will niemanden die kommenden Tage vermiesen. Es soll jeder tun und lassen, was er will. Ich habe halt mein eigenes Problem damit, weil ich dann doch auf der Seite jener bin, die ungeschminkt am Friedhof, am Grab der eigenen Verwandten stehen. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Kann ja sein, dass die Halloween-Fans dennoch zu Allerheiligen dann Gräber besuchen, oder? Im Idealfall macht man beides. Erst genau. Ein bisschen feiern. Ich glaube, der Gerald macht das deswegen nicht, weil er noch nie eingeladen wurde. Ich glaube, das ist das Problem. Vielleicht sollte ich dich mitnehmen. Nehmt ihn mal mit, gerne, dann kommt er auf gerne. Den Geschmack. Schau mir das gerne einmal an. Na, wenn man nämlich ordentlich über etwas schimpft, muss man es eh vorher kennenlernen. Ja? Bin ich schon fast überzeugt, Gerald. Na schau. Jetzt ist er offen für Neues. Ja, Bea kann sich das auch vorstellen, oder? Mit dem Gerald um die Häuser zu ziehen, oder? Ja, warum muss er sich dann outfit-technisch noch ein bisschen verändern, oder geht das so? Wir kriegen das hin. Naja. Ist noch was zu tun? Vor allem ich hätte ja einen Vorschlag. Also wenn ich an einer Halloween-Party teilnehme, könnte ich mich ja dieses Jahr als Staatsanwalt verkleiden, weil dann verschenkt sich wenigstens der Sebastian Kurz davor. Also das hätte dann auch einen sinnstiftenden Zweck. Also da gibt es ja mehrere Dinge, vor denen sich, oder als Wuhan-Virus wieder mal grün, klein, stachelig. Also jagt uns ja auch jeden Tag Angst ein. Aber man darf kreativ sein und du hast deine Ideen schon vorgebracht, also wir werden an deinem Kostüm arbeiten. Na, schau. Oder du gehst ganz einfach als Gerald Groß, ich habe gehört, da gibt es dann auch Leute, die sich gruseln davor. Im Endeffekt. Das soll vorkommen, hast du vollkommen recht und das ist auch gut so. Verstehe. Also der Kick, was macht er deiner Meinung nach aus? Was ist der Kick von Halloween? Dass man vielleicht auch einmal diese ganze Pandemie für ein paar Stunden vergessen kann und sich kreativ ausleben kann. Das ist ja fast ein Kunstwerk gewesen. Das hast du ja super gemacht und auch noch selbst. Also Wahnsinn. Mhm. Und das macht einfach Spaß. Man kann in eine andere Rolle schlüpfen und man ist so dieses Gemeinschaftsgefühl. Man ist nicht der Einzige, der das tut, sondern alle anderen um dich herum verkleiden sich auch. Und das ist doch schön. Alex, außerdem willst du nicht mal einen Abend der andere sein?
Ach, das habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf. Ich muss auch sagen, ich bin, sehe es ähnlich wie der Gerhard, ich finde es arg, dass eigentlich kein Fasching mehr gefeiert wird. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich weiß nur, wie das früher war, vor allem am Land, da hat es immer Faschingsgnas gegeben und so. Das ist aber nicht Wein. Wien gibt es auch genug, gibt's sowas wenn ich noch? Gerade also Pandemie ist. Also bei mir in Tirol wird Fasnacht auch gefeiert. Ich habe gehört, heuer sind schon einige Veranstaltungen wieder abgesagt, Corona-bedingt. Das ist natürlich traurig, aber ich finde, das wird nach wie vor gefeiert. Ja, aber ich muss sagen, ich bin generell nicht so für die Maskerade und für Kostüme und Co. Das brauche ich nicht. Ich schaue mir gerne die Fotos an von der Heidi Klum, wo sie jedes Jahr ihre Aufmerksamkeit bekommt ja auch. So ist es. Sie gilt ja so als die Halloween-Queen, kann man sagen. Sie feiert das jedes Jahr ganz groß, veranstaltet immer ganz große Partys und hat auch jedes Jahr ganz außergewöhnliche Kostümierungen. Schaut euch das mal an, gemeinsam mit ihrem Mann Tom Kaulitz. Das ist schon sehr toll. Und man muss eben auch bedenken, wie lang sie in der Maske sitzt, damit dann so ein Kunstwerk dabei rauskommt. Stellt euch vor, so kommt jemand in der Steiermark zu Gerald Großheim. Was wird dann passieren, wenn jemand so in der Steiermark rumgeht, oder? Gerald, was wird denn passieren? Bei solchen Erscheinungen rufen wir am Land einfach die Polizei an. Das ist dein Freund und Helfer. Oder die nächstgelegene psychiatrische Anstalt, die werden dann eingewiesen und therapiert für 2-3 Wochen und dann geht es auch jedem wieder besser. Glaubt mir, das ist manchmal sehr heilsam. Aber wie gesagt, Heidi Klum, natürlich ist Heidi Klum und ihr Mann, der sie mit dem Enkeltrick gepackt hat, die sind natürlich also bekannt dafür, dass sie diese Halloween-Partys feiern. Zumindest in Europa, wenn du mit Amerikanern sprichst, ohne dies eher weniger. Aber ja, jeder wie er will. Es ist auch, und für Heidi Klum passt es auch, sie lebt in Amerika, das möchte ich auch sagen. Es findet auf dem amerikanischen Kontinent das als Tradition statt. Das gibt es seit Jahrzehnten. Es kommt aus dem anglikanischen Sprachraum heraus, dann verstehe ich es, aber ich brauche es nicht in Österreich. Verstehe. Also Gerald Groß dann doch wieder nicht so Halloween-freudig, würde ich sagen. Jetzt hast du schon ein bisschen anders geklungen vorhin. Das ist ja auch von Nordirland, wurde es ja auch nach Amerika quasi übertragen. Also die Einwanderer haben das ja auch nach Amerika gebracht. Und jetzt im 19. Jahrhundert ist es dann, glaube ich, nach Österreich gekommen. Und da jetzt haben wir das ja auch schon einige Jahre. Also in warum? USA meinst du? Nach Amerika gekommen im 19. Jahrhundert? Nein, ich glaube, nach Österreich wurde es dann schon, also nach Europa zumindest, wurde es schon im 19. Jahrhundert. Wir sind im 20. Im 19. Jahrhundert hat sich bestenfalls Kaiser Franz Josef verkleidet, aber sonst noch niemand. Halloween gab es noch nicht, sondern Halloween hat den Weg zu uns gefunden im 21. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert müssen wir nochmal gucken. Müssen wir nochmal gucken. Jetzt schauen wir uns nochmal Heidi Klum an. Da haben wir nämlich noch ein Video vorbereitet. Alex lacht. Ist doch egal, wie das genau war mit der Geschichte. 20. Jahrhundert, Hauptsache Australien. Aha. So, da sehen wir jetzt ja schon schöne Bilder auch. Scheinbar. Time to go to sleep. I'm dead. Yes, Mom. Yummy. Heidi Klum hat also auch in diesem Jahr wieder ein Video produziert. Was sagt sie dazu? Ich finde toll gemacht und alles. Und noch einmal, ich finde, es ist ja auch ein Spaß, wenn man das Fest so feiern möchte, aber ich sehe es halt einfach als Spaßfest letztendlich. Ja, schaurig schön und, auch. Und sie nimmt sich ja selbst auch nicht so ernst. Deswegen super gemacht, ja. Die Toten erwachen zu Halloween wieder zum Leben. Warum denke ich jetzt an Sebastian Kurz? Gottes Willen, bringen wir nicht die Politik rein. Dafür haben wir den Gerald. Also schauen wir mal, ob der wieder von den Toten aufersteht. Also er ist ja nicht tot, das muss man auch mal dazu sagen. Politisch tot, ja, ist natürlich die Frage. Politisch tot geglaubt, aber er ist sehr, sehr ruhig, oder? Gerald, hast du was gehört? Tot geglaubt, das vom Altkanzler ist zurzeit, ist er relativ ruhig eigentlich um ihn herum, oder? Ich glaube, der wartet auf Ostern, aufs Fest der Auferstehung, nach der Lazarus-Legende, wo die Toten alle auferstanden sind. Das ist, wie gesagt, der christliche Eindruck. Aber zu diesem Video von Heidi Klum, ich konnte es ja nur hören, aber es hat sich irgendwie angehört, als wäre Beate Use wieder auferstanden, so vom Krächzen her. Also wie ein billiger Sexfilm von Beate Use.
sage ja, macht Spaß, kann durchaus sein. Ich weiß nur nicht, ob es den Sinn einer Tradition erfüllt, den Sinn einer Kultur erfüllt. Sei eben dahingestellt, wie gesagt, wir wollen ja nicht allen durch meine Worte das kommende Wochenende vermiesen. Macht alles Sinn im Leben? Macht jede Corona-Regel Sinn? Nein, muss es ja auch nicht. Ich kenne wenig Corona-Regeln, die wirklich Sinn machen, oder? Im Endeffekt, oder Verordnungen. Also, ja, wie gesagt, wir feiern ja auch Super Bowl-Partys und andere Sachen, die jetzt auch nicht wirklich die österreichische Tradition haben. Das wäre aber ein Gruselfaktor. Man könnte die aktuellen die Corona-Verordnungen vorlesen auf der Party. So läuft auch jeder mal kalter Schauer über den Rücken. Ja, mal schauen, was alles passiert. Ja. An diesem Sonntag, wie gesagt, am Sonntag ist Halloween, das Gruselfest des Jahres. Die Geister scheiden sich diesbezüglich, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank allen fürs Mitdabeisein, was auch immer ihr am Sonntag vorhabt. Viel Spaß. Und das war's mit dem Österreich-Stammtisch. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück mit den Themen des Tages.